Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines Master and City hier bei Heisenberg Zockt. So, das ist also unser neuer See. Und jetzt würde ich sagen, machen wir das, was mir in der letzten Folge so im Hirn rumgeisterte. Ja, in diesem Hirn geistert sogar ab und zu was rum. Man glaubt kaum. Nämlich, genau, wir machen einen Berg. So, da bin ich jetzt mal gespannt, wie das funktioniert. Jetzt müssen wir aber erstmal noch mal kurz nach hier vorne gehen, denn hier haben wir ja immer noch einen kleinen See. Einerseits könnte man, oder ja, man könnte das doch eigentlich sogar lassen. Warum nicht hier einen See? Das wäre doch eigentlich auch was. Wenn das Wasser hier lang will, soll es hier lang. Denn, ja, mein Gott, wir haben genug Land, um zu bauen. Also da können wir uns auch diesen See leisten. Da haben wir im Prinzip einen natürlichen See geschaffen. Ohne, dass wir eine Grube gegraben haben, das ist hier einfach rübergelaufen. Und ja, sieh an, da ist er. Den lassen wir. Das habe ich jetzt soeben beschlossen. Man könnte hier vielleicht sogar diese Erdwalle beseitigen. Dann hätte man einen relativ großen See mit zwei ausgehenden Flüssen. Aha, wo denn, wie denn, was denn? Wo ist hier was unterbrochen? Man lasse mich mal gucken. Hier passt eigentlich alles. Also Strom im Allgemeinen haben wir genug. Das haben wir noch geprüft gehabt. Hier ist nichts unterbrochen. Aber hier oben ist trotzdem immer mal wieder irgendwie... Ja, gut, wenn eben natürlich hier das Wasser ist. Wenn wir Überschwemmungen haben, dann nehme ich an, dass sie hoffentlich den Strom abstellen. Das habe ich schon mal gesagt. Sonst gibt es hier Funkenflug. Das will keiner. Von daher, ja, vielleicht hier doch auch noch irgendwie was machen. Wo kommt denn hier das Wasser? Das kommt hier von überall. Okay, genau hier. Da haben wir eh gesagt, da müssen wir noch mal ein bisschen was tun. Oh nein, jetzt hat das hier... Mein Gott, ich starte das Spiel neu und dann ist das alles wieder zurückgestellt. Ah, ich wollte doch hier nicht so ein Teil hinmachen. Das müssen wir wieder runterkriegen. Und das könnte jetzt je nachdem... Ach, es geht sogar halbwegs. Wollte gerade sagen, das könnte jetzt lustig werden. Man muss dann immer genau den richtigen Bereich erwischen. Genau, sonst macht man nämlich daneben dann ein Loch. Ach, wie doof das teilweise ist. Sorry, ich kann es nicht anders sagen. Ah, wer will denn sowas bauen? Also irgendwie so diese Stacheln hier. Das müsste man doch dann von der Mod her eigentlich so einstellen, dass man das gar nicht machen kann. Denn wenn da so beschränkte Leute wie ich rangehen und dann nicht gucken, was sie da machen, dann haben sie dann halt einfach wieder ein Problem nachher. Na gut, jetzt haben wir hier nochmal ein bisschen sowas und hier haben wir nochmal ein bisschen sowas. Ja, ja, das ist jetzt schon okay. Wahrscheinlich haben wir jetzt hier eine Riesengrube. Aber okay, dann gehen wir hier auch noch ein bisschen runter, dann haben wir hier Wasser. So, jetzt aber zurück zum Ursprünglichen. Nämlich, dass wir hier eigentlich noch ein bisschen in die Höhe wollten, damit eben hier kein Wasser mehr rausläuft. Okay, das war fast ein bisschen zu viel. Okay, hier noch ein bisschen. Und hier auf der Seite ist es eigentlich okay, haben wir gesagt, aber hier nicht. Das heißt, hier müssen wir auch noch höher werden. So, das ist eh schon die Vorstufe zum Bergbau. Da können wir schön ein bisschen üben. Okay, jetzt, ich gehe mal davon aus, wenn wir das hier so einschränken, dass das hier unten dann nicht, oder doch? Ich wollte gerade sagen, dass das vielleicht dann irgendwie so kanalisiert wird, dass das hier nicht mehr überläuft. Aber das sieht eigentlich fast ein bisschen aus, als würde das hier tatsächlich überlaufen. Deswegen machen wir hier halt auch noch einen Hügel hin. Hilft ja nichts. So, hier noch ein bisschen und hier geht's nicht wirklich, aber ein bisschen geht's. Und da ist die Brücke. Ah, ob das funktioniert, was ich hier mache? Ja, so sowieso nicht. Jetzt kriege ich schon wieder diese komischen Hügel. Ja. Im Prinzip müssen wir die Häuser abreißen. Das möchte ich aber eben nicht. Und dann Damm bauen, sobald das Wasser ein bisschen weg ist. Ich weiß nicht, ob das die Lösung ist, was ich hier mache. Ich mache es jetzt einfach mal. Und dann wollen wir mal gucken, was passiert. Also, wir sehen, was passiert. Es gibt hier überall diese hässlichen Hügel, die ich gar nicht möchte. So, oh Gott, was für ein Gebastel. Aber ja, das ist natürlich auch ein Teil des Spiels. Und eigentlich macht es auch Spaß. Es ist halt nur, wenn dann nicht das passiert, was man gerne möchte, dann wird man dann irgendwann ein bisschen ungeduldig. So, jetzt haben wir hier aber tatsächlich das Ganze ein bisschen eingegrenzt. Jetzt müssen wir hier auch noch. Von da kommt natürlich auch noch Wasser. Wir lassen es mal. Sonst gibt es hier halt auch einen See. Das ist ja auch egal. Solange der See nicht da entsteht, wo Wohnungen sind, ist es mir eigentlich Schnuppe. Aber wir haben schon das Problem, dass hier halt das Wasser auch... Moment. Nochmal kurz was tun. Hier noch ein bisschen erhöhen. Vielleicht können wir dann das Wasser an diesem Haus vorbei lotsen.
Das müsste eigentlich funktionieren. So, hier rauf, hier noch ein bisschen rauf. Und hier ist dann eh schon wieder besser. Ja, da sieht man, das Wasser wird hier umgelenkt. Das verschwindet hier auf der Straße. Ich denke mal, im Groben kann man es für den Moment mal so lassen. Klar, jetzt geht es aber hier rüber, beziehungsweise das kommt immer noch von hier oben. Schwappt hier immer noch irgendwo rüber? Eigentlich nicht. Das sind Altlasten, die hier noch sind, oder sonst geht es unter dem Hügel durch. Das wäre dann ganz interessant. Ja, hier bei der Brücke. Wir müssen die Brücke neu machen. So funktioniert es nicht. Okay, gut. Bevor wir... Ich möchte seit 10 Minuten eigentlich einen Berg bauen. Aber wir müssen tatsächlich hier erstmal operativ eingreifen, dass wir hier eben auch das Ganze so erhöht haben. Ja, und dann erstmal das richtige Teil erwischen. So, und dann gibt es die Brücke dann hier rüber, ganz klar. So, das ist halt, wenn man mit dem Feuer spielt, das kennt man. Das kann dann auch nach hinten losgehen. Wobei, das ist jetzt nicht mal nach hinten losgehen. Das ist einfach ein bisschen eigen geworden. Aber hier läuft es auch immer noch rüber. Aha, da haben wir den Ursprung eigentlich gefunden. Okay, jetzt müsste das dann langsam weggehen. Jetzt sind das hier aber wieder zu hohe Hügel. Müssen wir wieder ein bisschen runter. Okay, das ist in Ordnung. Und hier läuft es auch rüber, sehe ich gerade. Hier müssen wir auch noch ein bisschen was machen. Überall, wo es zu wenig hoch ist, wird jetzt noch ein bisschen aufgeschüttet. Okay, jetzt müsste es, glaube ich, klappen. Ist immer noch ein bisschen zu stark, das Ganze. So, gut. Jetzt, was wollte ich hier? Die Brücke eigentlich wieder hinstellen. Wir müssen mal gucken, wie machen wir denn jetzt diese Brücke? Aha, so sicherlich nicht. vielleicht weiter oben, dass wir hier rüber gehen. Die muss ja nicht zwingend hier unten sein, diese Brücke. Wir können hier... Ach, ich kann natürlich nicht auf Wasser bauen. Wir müssen warten, bis das Wasser weg ist, okay? Hier fließt aber auch rein. Es fließt halt überall rein. Wasser ist schon was ganz Doofes. Es findet immer einen Weg. Sagenhaft. Also hier auch noch in die Höhe. Sonst müssen wir hier die ganze Häuserzeile kappen und da tatsächlich einen Hochwasserschutz installieren. Wenn das Wasser nicht von alleine reagiert, dann werden wir es halt zwingen müssen. So, hier noch ein bisschen. Da noch ein bisschen. Hier noch ein bisschen in die Höhe. Und hier eben auch gerne. So, dann haben wir hier aber wirklich mitten durch die Stadt durch im Prinzip einen Canyon. So, und überall diese viel zu hohen Hügel. Hügel, sage ich schon. Das sind keine Hügel, das sind Hügel. So, hier runter. Hier wieder ein bisschen rauf. Aha, blub, und dann war das Haus weg. Haben wir es jetzt eingesperrt? ist das noch da? Nee, das ist das flöten gegangen. Okay, das ist halb so schlimm. Wir müssen hier erstmal bauen, bevor wir wieder irgendwie Häuser haben können. Jetzt hätten wir es aber, glaube ich, im Groben. Wenn ich jetzt hier aus dem mal rausgehe, dann können wir gucken. Hier kommt kein Wasser mehr, hier kommt kein Wasser mehr. Das sage ich jetzt auch schon zum 10. Mal. Jedes Mal, wenn wir hier gucken, dann kommt eben wieder Wasser. Aber jetzt müsste es, glaube ich, tatsächlich halbwegs passen. Hier unten haben wir noch ein Problem. Wir werden das noch in die Höhe stemmen. Und dann möchte ich aber tatsächlich, ihr ahnt es, dann langsam zum Bergbau übergehen. Übung haben wir jetzt hier. Eigentlich genug gesammelt. So, das werden wir hier noch verschönern, sobald das Wasser sich beruhigt hat und seinen Weg gefunden hat. Hier, das lassen wir, haben wir gesagt. Wenn es hier so einen kleinen Teich gibt, das ist okay. So, und dann haben wir hier einen natürlichen Damm gemacht. Kommt es hier auch noch rüber? Nee, das geht jetzt weg. Okay, wir widmen uns dem Bergbau. Und zwar nicht der Gewinnung von irgendwelchen Edelkristallen. Jetzt haben wir da wieder keinen Strom mehr. Sondern der Gewinnung eines Bergs. Was habt ihr hier für ein Problem? Haben wir wieder was gekappt? Eigentlich nicht. Die haben Strom, die haben keinen Strom. Hm, komisch. Wo ist denn hier diese Leitung hingekommen? Oder das kann natürlich sein, dass sich da ein Haus verabschiedet hat. Jetzt habe ich apropos auch gerade nochmal ein Haus gekappt. So, das müsste klappen. Na, kommt das an? Wir müssen im Bereich drin sein. Jawohl, jetzt kommt's an. Gut. Dass hier ein Haus war, das hat die Stromverbindung hergestellt irgendwie. Und dann ist das Haus weg aus irgendeinem Grund. Und dann fehlt natürlich der Stromanschluss. Das hat eigentlich schon auch seine richtige Bewandtnis. So, ich mache nochmal einen letzten Kontrollgang hier unten. Da fließt immer noch Wasser lang. Wo kommt das denn her? Wenn wir hier gucken, das fließt immer noch hier durch. Das gibt's ja gar nicht. Da haben wir doch auch schon zwei, dreimal
das Ganze erhöht gehabt. So, jetzt fließt hier aber definitiv nichts mehr durch. Hier auch nicht und hier hinten sowieso nicht. So, jetzt müsste Ruhe sein. Man müsste wirklich halt zuerst mal alle Löcher stopfen, bevor man dann krakeelt. Jetzt ist es gut. Also, wo machen wir den Berg? Hier haben wir schon, ja, hier haben wir halt den, die Quelle des Flusses. Wenn wir hier den Berg machen, das wird eher schwierig. Ich möchte wirklich einen hohen und einen großen Berg haben. Wir müssten wahrscheinlich die Kachel hier noch kaufen. Kriegen wir die noch? Jawohl, kaufen wir. Sehr gut. Dann haben wir nämlich auch genug Platz. Hier haben wir eh schon ein bisschen was. Mal gucken, ob wir hier was hinkriegen. Also, dann gibt das hier aber wirklich einen großen Berg, haben wir gesagt. Das heißt, Pinselstärke, naja, nicht übertreiben. Sonst haben wir wieder diese komischen Knubbeldinger. Aber die Pinselgröße, die können wir natürlich entsprechend größer machen. Okay, und dann schauen wir mal. Ja, das darf noch ein bisschen größer sein. So, und dann gehen wir hier massiv in die Höhe. Ich hoffe, hier hinten können wir auch, dass die Landschaft hier mitmacht. Denn da ist unser Bereich fertig, also die Kachel da hinten haben wir nicht. Ich frage mich, was passiert, wenn sich die Erde sozusagen streckt. Wenn die hier rüber will. Ob das geht oder ob da tatsächlich einfach Feierabend ist. Sieht fast ein bisschen so aus, als wäre da Feierabend. Oh, nicht abstürzen, Spiel. Oh. Ich glaube, City Skylines ist mir, glaube ich, tatsächlich noch nie abgestürzt. Aber einmal kann natürlich dann immer das erste Mal sein. Vor allem, wenn man hier so massive Terraforming-Sachen macht. Das sind Spiele in der Regel immer ein bisschen, ja, sensibel. Das kenne ich vor allem noch von früher. Das habe ich mal gesagt, glaube ich, bei Transportfieber. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gesagt habe. Auch wo wir Terraforming gemacht haben. Nee, bei Tränenfieber war es. Sowas früher, das hätte unweigerlich immer zum Absturz geführt. Weil einfach die Spiele, ja, die konnten das nicht. Beziehungsweise teilweise wahrscheinlich auch die Rechner, dass die gar nicht hinterhergekommen sind. Also ich kann mich erinnern, ich weiß nicht mehr, was das für Spiele waren. Wo hat man denn viel Terraforming gehabt? Auf alle Fälle, ja, da hat es dann regelmäßig dazu geführt. Kaum hat man ein bisschen was geändert an der Landschaft. Schlurz, diese Anwendung wird beendet. So, hat man aber heute zum Glück nicht mehr. So, hier machen wir noch ein paar Ausläufer. Dass das Ganze wirklich hier sehr nach Alpen aussieht. Da wollen wir natürlich auch nicht groß bauen, sondern eigentlich die Grundidee wäre, dass wir hier tatsächlich dann eine Seilbahn runterführen und da oben irgendwie so eine Art Touristenzentrum haben. Ist der schon groß? Wenn man hier guckt, doch, der hat schon eine gewisse Größe. Das ist aber noch nicht, was ich möchte. Der darf gerne noch ein bisschen höher werden. Also ist der schon groß? Ist der schon hoch? Wäre die richtige Frage gewesen. So, ein Matterhorn kriege ich wahrscheinlich nicht hin. Das ist aber auch nicht die Idee, sondern einfach irgendwie wirklich was ziemlich sehr, sehr Hohes. So, hier gerne noch rauf und hier gerne noch rauf. Höher können wir nicht. Guck mal an. Jetzt dachte ich gerade, das ist ja interessant, aber guck mal, das geht nicht mehr weiter rauf. Hier ist so eine unsichtbare Tischplatte. Das sieht dann aber wieder nicht mehr so toll aus. Da müssen wir wieder zurück. Aha. Das hat also eine Begrenzung nach oben. Oh, ein Vulkan. Jetzt, oh, wisst ihr was? Genau. Jetzt machen wir tatsächlich noch einen Vulkankrater draus. So, dann können wir zwar nicht, ja, dann können wir mit der Seilbahn nicht rauf. Beziehungsweise wir müssen es anders machen. Das hat aber schon was. Dann haben wir hier tatsächlich einen Vulkan statt einen Berg. Dann gibt es aber den Berg oder den Hügel, wo wir mit der Bahn rauf wollen, halt einfach daneben. Dann gehen wir hier auch noch rauf. So, diese kleinen Aussetzer, die sieht man wahrscheinlich im Video, diese Lags. Jedes Mal denke ich, oh, nicht abstürzen, Spiel, bitte nicht. So, hier noch. Funktioniert das überhaupt noch? Je nachdem, welchen Winkel man hat, sieht es dann teilweise ein bisschen komisch aus. Aber jetzt kriegen wir ja so eine Art kleinen Bruder hin. Und auf diesem kleinen Bruder würde ich dann eben gerne die Seilbahn haben. Und während wir das machen, erstens wird, sieht man hier, natürlich wieder Nachfrage generiert. Und zweitens können wir dann vielleicht gucken, was da unten unsere Wasserspiele so machen. Ob sie immer noch fluten oder ob sie sich jetzt halbwegs beruhigt haben. So, cool, so einen Berg habe ich auch noch nie gebaut. Ich habe schon einige Sachen gemacht bei Videospielen. Ich spiele ja auch schon lange genug. Aber sowas kann ich mich jetzt tatsächlich nicht entsinnen, dass ich sowas in der Richtung schon mal gemacht hätte. Deswegen bitte sachte mit der Kritik, ist mein erster Berg. So, kann man hier eine Sesselbahn? Ja, ich denke schon.
Hier vielleicht noch ein bisschen. Hier noch ein bisschen rauf. Damit es ein bisschen Kontur bekommt. Und dann hier unten wieder die Ausläufer des Berges. Denn so ein Berg steht ja nicht einfach frei irgendwie mittendrin, sondern da gibt's ja so eine Art, ja, man kann fast sagen, die Wurzeln des Berges. So, der läuft halt im Prinzip unter der Erde natürlich weiter. Der Berg ist ja nicht fertig. Da, wo er sozusagen aufs Flachland trifft. Sondern der geht natürlich noch weiter. So, dann hätten wir die Bergkunde für heute auch hinter uns. Wie siehst du denn aus, Kollege? Ja, ein schöner Vulkan. So, hier noch ein bisschen und dann mal gucken, ob das überhaupt funktioniert, dass wir in der Höhe tatsächlich irgendwie noch eine Seilbahn hinkriegen. Krass, weit darauf geht's gar nicht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das eine Beschränkung hat, aber ja, eigentlich fast logisch, sonst könnte man ja, ja, man könnte natürlich bis zur Decke. Und zur Decke sind wir jetzt eh gekommen. Gut. Also, jetzt schauen wir schnell. Da haben sie schon wieder ein Stromproblem. Oh, der ganze Flughafen. Warum, warum, warum? Wieder wegen dem Wasser. Hier haben sie keins, hier haben sie eins. Was habt ihr denn? Haben wir zu wenig? Nein. Nee, nee, die Stromerzeugung ist immer noch okay. Aber wisst ihr was? Jetzt geben wir denen noch eine eigene Stromerzeugung. Da brauchen wir nicht sparen. Wir nehmen mal diese Powerstation und basteln die irgendwo hin, wo es egal ist. Das, was macht sie denn? Sie macht Lärm und Verschmutzung. Dann machen wir dich mal hier hin. Dann kannst du hier ein bisschen lärmen und verschmutzen. So, dann gibt's hier die Teile. Einmal hier rüber und dann haben die eine eigene Stromversorgung. Das müsste eigentlich klappen. Sobald die Häuser hier rangebaut sind, können wir diese Teile hier wieder kappen, die Oberleitungen. So, jetzt hat der Flughafen wieder Strom bestens. Wie sieht's denn jetzt hier aus? Aha, irgendwie läuft sie durch einen Berg durch. Wie kann das denn sein? Ist das zu schmal? Das kann natürlich sein. Das sieht ja eh relativ komisch aus. Zum Berg, zum eigentlichen, kommen wir gleich wieder zurück. Ich möchte hier mal das Ganze ditchen. Möchte ich ditchen? Ich muss gucken. Jetzt muss ich aber wieder vorsichtig sein mit der Pinselgröße. Aha, interessant, was dann passiert. Okay, das sieht aber besser aus. Jetzt müssen wir hier aber natürlich wieder in die Höhe. So, hier noch ein bisschen in die Höhe. Und auf der anderen Seite haben wir eigentlich das Gleiche. Da läuft es hier durch. Da haben wir dann noch die Monorail, die da lang düst. Sieht man eh schön gerade. Ja, jetzt müsste es doch aber eigentlich passen. Wobei auch hier... Nee, hier läuft nichts raus. Hier eigentlich... Ja, ein bisschen. So, wir gehen überall nochmal rauf, wo wir das Gefühl haben, dass es nicht reicht. Hier müsste es reichen. Eben die Optik des Ganzen. Hier, das machen wir nachher, wenn wir wirklich das Wasser im Griff haben. Dass das jetzt wieder macht, was wir wollen und nicht, was es will. Ist zwar irgendwie nett, dass das Wasser so ist. Hat dann ein bisschen was von einer Katze. Aber, ja, im Endeffekt sollte es eben schon machen, was wir wollen. Denn sonst, ja, wird schwierig. Aber hier der See, der ist cool. Der gefällt mir eigentlich relativ gut. Jetzt sind wir aber hier auch, jetzt läuft es hier auch schon wieder rüber. Ist hier der Wasser... Pegel irgendwie nochmal gestiegen oder wie, was, wo? Denn hier haben wir eigentlich das Ganze relativ hoch gehabt. Bringt noch nichts. Wir müssen das tatsächlich auch nochmal erhöhen. Ah, diese blöden, komischen ja, diese Teile hier, die immer in die Höhe schnellen, da wo man klickt. Dass man das nicht irgendwie schöner machen kann, kann man wahrscheinlich schon, wenn man es vernünftig macht, Herr Heisenberg. Das war jetzt Eigenkritik, die mal fällig war wahrscheinlich. So, gut, jetzt haben wir es aber hoch. Also jetzt, liebes Wasser, musst du dir was einfallen lassen, wenn du uns noch ärgern möchtest. So, gut, hier hinten kommt es halt auch noch rüber. Wir sind hier eigentlich zu wenig weit gegangen. Müssen wir auch noch in die Höhe. So, und jetzt reicht das. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, gebe ich zu. Aber wie gesagt, das werden wir natürlich noch ändern. Aha, geht zurück, sobald wir dazu kommen. Hier, dieser See, der ist nämlich nicht willkommen. Hier stehen Häuser und so weiter. Hier müssen wir noch eine Brücke machen. Das könnte ich jetzt sogar. Jetzt ist eigentlich das Wasser weg. Auf der Seite ist es aber, glaube ich, noch nicht wirklich weg. Nee, da ist es definitiv noch nicht weg. Das dauert noch ein Momentchen. Gut, dann können wir ja noch mal kurz zurückkommen zu unserem neuen Vulkan. Der ist schon hoch. Doch, doch.
Jetzt hier eine Seilbahn. Transport. Seilbahn. Seilbahn Endbahnhof. Da habe ich noch bei der anderen Seilbahn, da hinten bei unserem neuen Bezirk, also das vorletzte, habe ich keine Endstation gemacht. Das ist aber, denke ich, kein Drama. Seilbahnhaltestelle. Gleiten Steilhänge hinauf. Haltestellen können also auf unterschiedlichen Höhen platziert werden. Ich würde sogar eine Zwischenstation machen. Musst du an eine Straße ran? Oh, das wird natürlich jetzt interessant. Müssen wir hier noch eine Straße raufziehen? Ach du grüne Neune, wir nehmen mal eine kleine. Sonst können wir natürlich hier einfach eine Straße machen, hier oben, dass wir es hinbauen können. Denn ich möchte hier eigentlich keine Straße rauf haben. Das ist ja der Grund, warum es eben eine Seilbahn gibt. Aber wenn wir hier auch Gebäude platzieren wollen, kommen wir natürlich an der Straße gar nicht vorbei. Okay, dann haben wir hier eine Straße. Gehen hier runter. Und dann würde ich, wenn es geht, hier nochmal eine Straße machen. Aber nicht eine Brücke. Denn die Idee dieser Straße ist einfach, dass wir eine Zwischenstation machen. Mal gucken, ob das klappt. So, die Straße hat geklappt. Okay, jetzt wieder zurück hier. Aha, dann kriegen wir dich nämlich auch hier hin. Dann können wir da noch ein Restaurant machen. Werden wir uns in Ruhe ansehen. So, dann wahrscheinlich noch etwas darauf stellen, was Touristen anzieht. Das wäre natürlich auch noch nötig. Okay, und dann hier unten ist dann die Endstation. Da brauchen wir aber auch wieder eine Straße. Ich würde sagen, das geht von da nach da. Strom kriegt er, keine Sorge. Und dann geht das hier runter. Und hier wäre dann die Straße. Machen wir die einfach mal hier hin. Wir sind ja noch am Bauen. Da ist es eigentlich egal, dass die noch nicht angeschlossen ist. Jetzt in welche Richtung guckst du denn vorzugsweise? Schwierig zu sagen. Ist das so rum richtig oder wo fährt hier die Seilbahn rein? Hier vorn oder hier? Hier wahrscheinlich. Wir machen es mal hier hin. Also, dann wärst du hier. Stimmt das ungefähr? Ja, das stimmt ungefähr. Zack, gekauft. Gut. Seile für Seilbahn. Okay, wir gucken mal, ob das geht mit den Seilen für Seilbahn. Oh, hier geht's natürlich schon. Ja, das war vielleicht dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Doch, es geht. Moment, guck mal. Wir müssen einfach, wir müssen es probieren. Hier hingeht. Dann geht da rein nicht. Okay, wir können natürlich ganz runter und dann wieder zurück zur Zwischenstation. Das ist irgendwie auch nicht wirklich im Sinne des Erfinders. Wir kommen hier nicht weiter. Nur in die Richtung. Kriege ich irgendwann hier vielleicht eine Kurve hin, dass wir tatsächlich noch zurückgehen? Das geht nicht. Ne, gut, wir lassen die mal für den Moment aus. Da müssen wir schauen, wie wir das machen mit der Zwischenstation. Das hier funktioniert prächtig. Dann geht das hier hin und da rein. Das würde ja passen. Können wir vielleicht irgendwie eine Umleitung machen? Also sprich, dass wir hier so reingehen. Arg, geht genau nicht. Moment, aber wir haben hier eine Stelle, die funktioniert. Ich gebe nicht auf, bis ich das irgendwie hingekriegt habe. Geht immer noch nicht. Geht immer noch nicht. Und zwar eine zweite Seilbahn können wir hier wahrscheinlich nicht reinnehmen, denke ich mir mal. Das wird kaum funktionieren. Geht nicht. Wir kommen da nicht rein. Ach, ärgerlich. Nehmen wir das nochmal weg. Irgendwie muss ja gehen. Da fahren schon die Seilbahnen. Ja, wir werden uns das natürlich dann angucken. Das ist ganz klar. Aber erstmal möchte ich die Zwischenstation in irgendeiner Form noch integrieren. Geht nicht. Habe ich das jetzt hingestellt? Das wollte ich doch nicht hinstellen. Das ist ja nicht wirklich ideal. Sondern wir testen mal nochmal, ob wir hier rüberkommen. Jetzt steht da immer noch so ein Knubbel. Kann ich dich kappen? So, jetzt. Können wir wieder versuchen, ob das nicht doch irgendwie geht. Vielleicht mit Page up. Page down. Nein, geht nicht. Ah, schade. Ja, ist mir klar. Ist natürlich dermaßen im Berg drin. Der Punkt ist, wir kommen hier eigentlich raus. Wir könnten damit eigentlich arbeiten. Aber ich glaube nicht, dass wir hier unten so eine Art zweite Linie machen können. Oder würde das gehen? Ort ist bereits belegt. Wisst ihr, was wir machen? Wir machen das ganz anders. Wir machen hier eine zweite. So, wenn es nicht anders geht. Und gehen damit separat hoch. Dann können die Leute, welche hierhin wollen,
diesen Dingens nutzen. Ja, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Dann haben wir hier halt zwei Seilbahnen. Und wenn man von hier nach hier oben will, dann muss man tatsächlich die erste oder die andere Sesselbahn nehmen. Gut, liebe Freunde, mitfahren und das Ganze mit Strom und Co. versorgen machen wir in der nächsten Folge. Interessant ist ja, dass sie schon fahren, obwohl sie noch keinen Strom haben. Da sind sie dann doch nicht ganz so anspruchsvoll. Und hier küssen sie fast den Boden. Okay, danke fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. War mal ein bisschen was anderes hier, Bergbau. Und in der nächsten Folge, wie gesagt, werden wir das Ganze beenden. Also beenden im Sinne von, dass wir hier noch Strom und Co. dazu tun. Danke fürs Zusehen. Bis auf zum nächsten Mal. Tschüss.